So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und Adi, der Dicke, ist auch am Start im Waschbecken, ganz gewohnt. Ich habe so einen Hustenreiz die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das Video überlebe. Wenn ich zwischendurch abkacke, entschuldigt mir das. Und ich habe wieder Post bekommen. Diesmal aber keine Fanpost, sondern ich habe es selber bestellt, weil ich noch was gebraucht habe, weil ich noch was besorgen sollte. Und weil Pupsi was gebraucht hat. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das sind nämlich diese drei Sachen hier. Und guckt euch mal diesen Karton an. Da seht ihr schon ganz fett hier den Samyang Schriftzug. Ja? Samyang, Made in Korea. Das sieht doch richtig genial aus. Hier ist noch ein Amazon-Karton dabei. Und hier ist ein fragile Glaskarton dabei. Oha, jetzt hat der Adi sich den Schwanz aufgestoßen. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Mit was fangen wir denn an? Wir fangen mal hier an mit dem Pupsi-Paket. Ne? Deswegen ist es auch so lila. Denn Pupsi ist so ein richtiger Fan von Duftkerzen. Kennt ihr auch Duftkerzen, ja? Und kennt ihr Juwelenkerzen? Oder Juwelkerzen? Das sind nicht nur die teuersten Kerzen der Welt. Nee, das ist doch extra für Frauen, denn da ist aber ganz viel Schnickschnack mit dabei. Das heißt, normale Kerzen zündet ihr an und dann brennen die so ab und dann riechen die vielleicht ein bisschen. Die Juwelkerze, die brennt aber extrem teuer ab. Und irgendwann bleibt da halt einfach mal so eine Krone übrig, die du dir auf den Kopf setzt. Oder ein Armband, eine Halskette, ein Ring, ein sonst was. Halt Schnickschnack, den man als Frau natürlich braucht. Und hier habe ich jetzt, weil sie hat eine Lieblingssorte, sie steht immer so auf winterliche Weihnachtsdüfte, haben wir ihr hier wieder mal was bestellt, ja? Wir, Adi hat nämlich mitbestellt, Juwelkerze, Life is Gift, ne? Nicht nur Milch ist Gift, auch Life ist Gift, ihr wisst Bescheid, eigentlich ist es ja Geschenk, aber musst du nicht erklären, ihr habt alle mal Englisch oder so gehabt oder habt es noch. Erlebe einzigartige Momente mit Juwelkerze. Hier sieht man das auch. Da ist also in dem Kerzenbottich ist da einfach eine Explosionskapsel drin und je mehr die Kerze abbrennt, desto höher kommt die Kapsel raus, bis du die komplett rausnehmen kannst. Dann freust du dich über deinen Glitzerschmuck, der da drin ist und den Rest der Kerze kannst du dann einfach wegschmeißen. Richtig geniale Idee. Ich zum Beispiel würde losgehen, wenn ich unbedingt ein Armband brauche und würde mir eins einfach kaufen im Laden, wo ich selbst weiß, was drin ist und wie das aussieht. Aber hier ist halt der Überraschungseffekt da. Und hier ist der Auspackeffekt da, dass ihr, Alter, wie haben die das, guck dir das an, wie gut das verpackt ist. Da kommst du gar nicht ran. Du weißt doch gar nicht, wie du das hier raustun sollst. Wir müssen es also schon einfach kaputt machen, denn im Karton ist ein Karton und in dem Karton ist noch ein Karton. Life is Gift. Ich meine, das Jewel Candle. Es sieht ja schon mal gut aus, ja. Also da wird sich ja wirklich Mühe gegeben. Für knapp 50 Euro bekommen die da auf jeden Fall reichlich viel Pappe. Jetzt reiße ich das auf, schon sieht es nicht mehr so cool aus. Und dann habt ihr hier drin übrig geblieben, also eure Juwelkerze, guck doch mal. Und das ist doch wirklich ein Hingucker. Hier ist so ein dickes, fettes. Hier ist noch ein Herz drauf. Da ist eine Schleife drum. Hier ist schönes Bild drauf. Das ist alles in so einem fetten Glas. 400 Gramm, also wie eine schöne Leberwurst im Glas. Kannst du auch aufmachen. Kannst du reinriechen. Riecht mal. Und wie riecht's? Riecht's gut, ja? Jetzt habe ich die Schleife hier kaputt gemacht. Egal, wir tun das jetzt einfach mal wieder. Alter Schweizer, war ich das jetzt? Pupsi, ich hab's kaputt gemacht. Ich hätte nicht den Deckel jetzt drauf klatschen sollen, denn irgendwie ist jetzt hier das ganze Glas gebrochen. Also das ist auf jeden Fall sehr stabil, muss ich sagen. Wenn wir das jetzt hier abnehmen und gucken hier rein, sehen wir jetzt also, dass zum Glück wird es noch festgehalten durch den Aufkleber hier vorne. Es ist auf jeden Fall jetzt kaputt. Aber es geht ja eh nicht ums Glas. Das Glas wird ja im Endeffekt eh weggeschmissen. Ein Schlitz in der Mitte und einmal links, rechts, außenrum. Sehr stabil, Bruder, muss ich schon sagen. Nur weil die blöde Schleife da oben dazwischen gehangen hat und jetzt alles
ja, kaputte ist egal. Ich tue die Schleife jetzt einfach innen rein, ist egal, kann man dann in Ruhe machen. Also nicht draufhauen, geht behende damit um. Es ist auf jeden Fall teuer und es ist Qualität, die mich auf jeden Fall anspricht. Jetzt müssen wir hier aufräumen, das alles mal weg. Wir wollen euch jetzt mal das Amazon-Paket zeigen, während der Adi schon wieder hier oben Faxen macht, denn ich streame jetzt immer mal ein bisschen auf Twitch nebenbei, weil Thomas gesagt hat, dass das gut wäre, wenn ich da mal so dieses Affiliate erreiche, ja, wo die Leute dann auch abonnieren können, alle mit Amazon Prime und so Zeug. Wäre das eine sehr gute Sache. Was ist das denn? Auf jeden Fall haben wir hier ein cooles Polsterkissen, ja, da können wir auch mal drauf drücken. Adi Schatz, alles Gute! Ja, und was mir natürlich fehlt, ist so ein USB-Verteiler, denn ich wusste überhaupt gar nicht, wo ich meine Capture Card anschließen soll, weil ich einfach keine Löcher mehr im Tower frei hatte. Also musste ich mir natürlich von Anker einen USB-Verteiler kaufen, dass ich jetzt alles hinten anschließen kann und nicht mehr vorne die Kabel rumfliegen habe. Denn das HDMI-Kabel von dem Monitor zur Capture Card und das andere hat alles komplett über die Tastatur gehangen, sodass immer wenn ich gestreamt habe, mit der Switch auf Twitch konnte ich nicht mal mehr schreiben, weil ich gar nicht an die Tastatur kam. Deshalb jetzt ein USB-Verteiler, habe ich nie gebraucht im Leben. Jetzt, weil ihr mich zwingt, auf Twitch zu streamen, brauche ich plötzlich Dinge, von denen ich vorher nie was gehört habe. Und hier bin ich jetzt komplett sprachlos, weil Blue Lake Performance. Was ist das? Eigentlich habe ich einen Controller, den ich schon seit 10.000 Jahren habe, den mir der Frank Zito damals gegeben hat, als er mir die PlayStation verkauft hat. Der spinnt aber in letzter Zeit immer ein bisschen rum. Egal was ich machen will, der Controller macht sich selbstständig. Gerade wenn du auf Netflix bist und einen Film guckst, ist es ziemlich nervig, wenn plötzlich das zurückspult im Film, dann zurückgeht, dann ins Hauptmenü geht, dann sich abmeldet vom Konto, sich auf ein anderes Konto anmeldet, weil dann bist du plötzlich im Netflix Kids Konto drin und denkst dir, was? Ich habe gerade noch den blutigen Horrorfilm geguckt. Warum bin ich jetzt im Kids-Konto plötzlich drin und Barbie oder Ariel läuft? Kann ich nicht verstehen. Auf jeden Fall hat der Controller wahrscheinlich nach 10 Millionen Jahren irgendwie eine Macke weg. Jetzt möchte ich mal hier reinschauen, denn da müsste jetzt ein Ersatzcontroller drin sein. Ach so, der ist so schräg reingelegt. Hab mich nämlich schon gewundert, weil das irgendwie ein bisschen klein aussah. Hier ist jetzt ein Ersatzcontroller. Es gibt ja, ich wollte eigentlich einen Original PlayStation 3 Controller noch für die PlayStation 3, habe aber keinen gefunden, weil es keine mehr gab. Also muss ich einen gefakten nehmen und der gefakte ist dieser hier. Der sieht jetzt so aus. Da habt ihr auch noch hier neonfarbene Knubbel am Start und ob der was taugt, weiß ich nicht. Er sieht auf jeden Fall speziell aus. Wirkt total leicht. Ich hoffe, den kann man nicht nur mit Kabel spielen. Ich hoffe, der funktioniert auch. Aussehen ist nicht alles. Ich habe aber nichts gefunden. Ich wollte einen Original PlayStation 3 Controller. Aber gibt es nicht. Sind überall ausverkauft. Kannst du nicht kaufen. Hier hast du noch die zwei Cumbadres mit drin. Kannst du dir wahrscheinlich hier auf die Rubber Pads draufpacken. Auf deine Joystick Rubber Gummi Einlagen Sachen. Also tun wir den auch wieder weg. Ihr seht alles zum Zocken. Alles für eine bessere Welt, eigentlich nur, damit ich Netflix gucken kann, ohne dass es immer aus dem Film rausgeht. Und jetzt hat sich D-Nice angekündigt. D-Nice wollte mich besuchen demnächst und hat gesagt, ich soll mal noch ein paar Packungen Samyang besorgen. Er würde da gerne mal so ein Wettessen mit mir veranstalten. Wir wissen nicht, ob auf Zeit oder auf Masse oder auf sonst was. Er hätte auf jeden Fall, wenn er da ist, Bock, mal ein Video zu machen mit einem Samyang Wettessen, wie auch immer das aussehen wird. Also habe ich nochmal was bestellt und habe jetzt auch direkt hier so einen fetten Samyang-Karton bekommen, den ich übelst genial finde. Wäre der nicht schon kaputt auf einer Seite, hätte ich gesagt, das wird jetzt ein Adi sein neuer Kuschelkarton, wo er immer drin rumfliegt. Leider ist er hier komplett eingerissen. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben.
Steht halt nicht drauf, Vorsicht Glasnudeln, also sind sie auch nicht vorsichtig mit umgegangen. Aber es muss doch nicht sein, man muss doch nicht absichtlich, wenn der Karton schon am Boden liegt, nochmal in die Seite reintreten, ja. Das ist ein unmenschliches Verhalten. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht gleichzeitig alle Packungen Samyang-Nudeln aufschneide. Und hier müssten wir jetzt 6 Packungen Samyang haben. Aber nicht irgendwelche. Guckt euch das an. Ein dicker, fetter Samyang-Vorrat. Ihr habt nämlich ein 5er-Pack Too Spicy. Das sind 5 Packungen Too Spicy drin. Nochmal ein 5er-Pack Too Spicy. Das heißt, ihr habt 10 Packungen Too Spicy. Dann haben wir, was ich letztens erst getestet habe. Nein! Was ich letztens erst getestet habe, was ich eigentlich richtig genial fand. Warum auch immer, diese Yia Yang, wo ich gemeint habe, die könnte ich mir nochmal bestellen. Die muss ich auch in meine Wunschliste mal noch reinpacken. Dafür nehme ich die Carbonara raus. Die fand ich irgendwie besser als Carbonara. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch immer noch nicht. Hier mit dieser koreanischen Black Bean Soße habe ich auch einen 5er-Pack. Plus noch einen 5er-Pack. Also hiervon auch 10 Stück. Richtig genial. Und natürlich der All-Time-Klassiker. Was bleibt übrig? Bulldog Cheese. Cheese-Nudeln, die finde ich immer noch am genialsten vom Geschmack her. Schärfe auch dabei. Nochmal 5 Cheese und weitere 5 Cheese, also auch 10-mal Cheese. 10-mal Cheese. 10-mal Too Spicy. 10-mal Yia Yang. Und weil ich total bekloppt bin, noch ein PlayStation-Controller hinterher plus ein USB-Verteiler, hä? Wie bei dem Marktschreier, weil die sind auch immer bekloppt. Ja, das mit dem Glas tut mir jetzt leid, dass ich das kaputt gemacht habe. Aber es fällt gar nicht auf, das steht ja eh dort. Und ansonsten muss ich gucken, dass ich die Schleife wieder außen rum mache. Hab jetzt hier schön diese Lücke drin, weil das jetzt hier schön aufgesplittert ist. Dann machst du einmal den hier, wie Bud Spencer, bruch, alles kaputt. Sweet Secret, aber sie riecht gut, ne? Schön winterlich. Und da dürfte, glaube ich, auch ein Armband drin sein. Denn das wollte sie so haben. Mit Armband. Habt ihr auch schon mal eine Juwelkerze bestellt? Unter die Damen, für die Damen unter euch. Kennt ihr diese Juwelkerzen? Oder die Männer, habt ihr eurer Freundin schon mal eine Juwelkerze bestellt? Oder die Jungs, habt ihr auch so einen fetzigen PlayStation 3 Controller? Schreibt es mir in die Kommentare. Und an Jojo, Grüße gehen raus. Samyang Forever. Und an den Rest, der die auch immer frisst. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Adi. Adi, Schatz. Alles Gute. Mann, du siehst aus wie eine Schweinenase. Schwein.